Hey Leute und willkommen zu einer neuen Special-Folge von Football Manager. Der Jan ist auch mit dabei. Der wird mich jetzt zusammenscheißen, falls ich gewinnen sollte, und wird mich auslachen, falls ich verlieren sollte. Hi. Jetzt. Ganz genau. Ach, und bevor es richtig losgeht, nochmal der gleiche Hinweis wie im letzten Video. Das hier ist mit einer Tonspur aufgenommen. Der Spielsound ist anfangs ein bisschen zu laut, aber ich habe das alles so gut geregelt, wie es nur geht. Falls du einen Daumen noch übrig hast für mich, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniere, falls du neu auf dem Kanal bist. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir spielen hier in dieser Special-Folge die Qualifikation von der Euroleague. Ich habe die zweite Runde quasi schon komplett gespielt, das Hinspiel der dritten Runde schon gespielt, 4-0 gewonnen, deswegen gehe ich davon aus, dass ich auch noch in die vierte Runde komme, und das werden wir heute spielen, also das Rückspiel der dritten und die komplette vierte Runde der Quali. Wir haben auf jeden Fall eine exzellente Form, wir sind richtig gut am Start, also wenn wir jetzt ein Auswärtstor machen, ist es auch hier schon entschieden, von daher Flanke und Tor. Ja, Flanke war da, Tor nicht so, nochmal. Jawohl, da ist es. 1-0. Ja, das war's. Können wir eigentlich schon beenden. Die müssen jetzt 6 Tore schießen. Das soll bitte in der vierten Quali-Runde auch so laufen. Uiuiui. Uiuiui, was ist denn da los? Alter, vor der Halbzeit noch ein Ding. Die Nachspielzeit ist doch schon rum. Die Nachspielzeit ist doch schon rum gewesen. Nehmen wir mal 4 Tore jetzt, dann haben sie gewonnen. Alter, guck mal! Er lässt ihn einfach durch. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich mal verliere. Weil lieber hier verlieren und gegen Leipzig dann und so gewinnen, das werdet ihr ja gesehen haben. Aber... das ist natürlich... oh, Elfmeter. Das ist nice. Jetzt muss er nur machen. Ja. Gut getippt. Die Mitte war es, aber das ist doch kein Problem. 2-0. 2-0, oder? 2-2. Aber 2 Auswärtstore. Ja, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass ich Gegentore krieg. So, jetzt gewinnen wir das Ganze noch. 3-2 insgesamt, 7-2. Ja, ob ich das jetzt unbedingt wollte, weiß ich nicht. Aber ich nehme es natürlich mit. Der nächste Sieg. Und wir haben das Spiel tatsächlich hier noch gewonnen. Und weitergekommen sind wir sowieso ganz easy. Der eingewechselte... nee, er war nicht eingewechselt. Ups. Ich bin gerade richtig verwirrt. Also ich könnte mich so aufregen, dass diese Scheiß-Quali... warum gibt es 4 fucking Runden? Also ich habe jetzt gegen Leipzig das Spiel. Und dann habe ich direkt am Donnerstag darauf... am Donnerstag wohlgemerkt. Das Spiel gegen Rio Ave. Von Donnerstag auf Sonntag direkt gegen Wolfsburg. Und dann wieder Donnerstag gegen Rio Ave und dann wieder Sonntag gegen Schalke. Also so ein Kackspielplan wegen dieser beschissenen Quali. So Leute, zweites Spiel. Und das ist jetzt die vierte Quali-Runde und die letzte. Das heißt, wenn wir diese Quali-Runde gewinnen, dann bin ich in der Euroleague tatsächlich endlich angekommen. Das nervt mich langsam schon. Wir spielen gegen Rio Ave. Ich weiß nicht, ob die gut sind oder schlecht. Ich weiß nicht, wo die spielen. Ich habe keine Ahnung. Aber es müssen ja auch mal gute Gegner kommen. Ja, richtig gut. Ja, es müssen ja mal gute Gegner kommen. Sieht ja auch aktuell nicht gut aus. Und stimmt. Direkt kriege ich das 1-0. Oh, nice. Tor. Der Sven. Der Sven Bender hat's gemacht. Nice one. Komm mal mit auf den Platz. Machen wir einen 12. Mann hier. Kannst ja in echt ganz gut kicken. Oh, der Chang Wang. Und er passt drüber auf Paulinho. Alter, das war doch ein Hack. 19-jähriger Spieler, den konnte ich eigentlich gar nicht registrieren anfangs für die Euroleague. Jetzt ist er da. Und macht das Tor. Waste time. Nein, meine natürlich nicht. Eckballtor mal. Ich hätte dir das so zugetraut. Das ist was. Oh, wie knapp. Ja, Paulinho, schon wieder. Krass. Krass, Mann. Und 3-1, lol. So, 3-1 Ende. Bin ich zufrieden. Sah am Anfang echt nicht gut aus, aber
Haben wir dann doch ganz gut gemacht, 3 Auswärtstore, aber ist nicht so komfortabel wie das letzte Mal 4-0 zu Hause. So, meine Damen und Herren, ihr habt das bestimmt schon gewusst, aber ich habe es jetzt mitbekommen. Ja, ich habe gegen Wolfsburg leider nicht gewinnen können. Das heißt, ich bin ein bisschen mad, weil ich das Spiel ein bisschen schade fand. Jetzt müssen wir gewinnen, das ist meine Aufstellung. Wir müssen gewinnen, weil, aus dem einfachen Grund, wir sonst nicht in der Euroleague sind. Und dann kriegen wir Schelle links, Schelle rechts, adios Pepios, weg von Leverkusen. Oder ich gewinne einfach, dass meine Mannschaft wieder ein bisschen besser drauf ist, nach der Niederlage. Die kann sowas auch. Aus Glück. Oh, siehst du hier? Oh, was? Wie schlecht der Typ ist. Da hat er wohl versagt. Oh, was? Dass der nicht drin ist. Ja, aber es läuft ja nicht schlecht. Wir haben keinen Auswärtstor kassiert. Wir haben eins gemacht. 4-1. Das ist der einzige Vorteil an diesen beschissenen Qualifikationsspielen. Die haben so viele Nachteile, aber der Vorteil ist, dass sie hier gewinnen können, meine Mannschaft. Und sich dadurch vielleicht in manchen anderen Spielen dann besser fühlen. Ja, ich sag ja, 3-1 gleich. Ein Glück. Ja, ja, Eckballtor. Der Sven. Ja, okay, jetzt ist es safe. Richtig, mit allen Standards. Jetzt ist es safe. Ja, klar. Oh! 3-1, Bailey. Das ist die Übervor-Mega-Entscheidung. Oh Gott, Radeki hat mal gut gehalten, jawoll! Müssen wir auch mal feiern. Eckballtor jetzt. Radeki! Mann. Alter, er verliert einfach den Ball, ist ja doof. Aber Radeki! So, das war's. 3-1 Hinspiel, 3-1 Rückspiel. Kann man machen und damit sind wir endlich in der Euroleague. Und die Auslosung gibt's dann auch irgendwann. Auslosung von der Euroleague. Wir sind mit dabei, haben übrigens 2,9 Millionen bekommen. Und also jetzt wird Euroleague-Auslosung und ich mache einfach alle Teams. Alles, zack. Ja. Bam. Wo bin ich mit dabei? Oh, du hast auf jeden Fall schon eine An schöne der Gruppe. Und, oh, ich bin also in der ich Gruppe bin in der Gruppe K. H. Ja, dann bedanke ich mich hier auf jeden Fall fürs Zusehen. Das waren noch 2 nette Special-Folgen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, sind durch. Und jetzt haben wir dann natürlich hier auch schon die eingetragenen. Hey, haben wir die überhaupt schon? Ich weiß es nicht. Bei dir sind sie schon eingetragen, bei mir noch nicht, obviously. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die Gruppenphase auch ausgelost und alles. Also steht alles super. Wir haben jedes einzelne Quali-Spiel gewonnen und sind da super durchgekommen. Deswegen mega nice. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo da lassen oder würde ich sagen, haut rein. Bis dahin und... Ciao, ciao. Ciao.